So, also ich denke hier nur mal gemütlich laut nach. Nur mal so, wie man zum Beispiel bei einem Spaziergang vor sich hin denkt, hypothesenhaft, nicht abschließend. Zwei Dinge ändern die Welt. Erstens Macht, also Geld und Waffen und so weiter. Und zweitens gute Ideen. Eine gute Idee kann sogar mächtiger sein als Geld und Waffen, weil eine gute Idee sogar so gut sein kann, dass sich das Geld mitsamt den Menschen der Idee anschließt und danach vielleicht auch noch die Macht, wie bei Ideologien. Und diesmal ist antirealistisch eine Innovation nötig, der sich die ganze Menschheit anschließen kann, also auch im oberen Bereich der Pyramide genau genommen, beziehungsweise streng genommen, denn der Rahmen und die Struktur werden nun mal von oben erzeugt, das wird auch so bleiben, der Rahmen und die Struktur werden von dort aus erzeugt, wo die finanziellen Mittel dazu sind. Irgendeine Form von Great Reset wird es geben, notfalls durch Kollaps und irgendeine Form von Überwindung des zivilisatorischen bzw. evolutionären Permanentrückfalls ins Kriegerische wird es geben müssen, notfalls durch erneute schwere kollektive Traumatisierung, die dann ein Umdenken und Neudenken zumindest wieder epochenweise erzwingt, einen Neuanfang, einen Neustart mit dann neuer Chance zur Dauer. Aber das verbleibt dann eben wahrscheinlich doch nur wieder im übergeordneten Rahmen der typischen Zyklen, im historischen Teufelskreis der narzisstischen Störungen, also im Teufelskreis von den psychologischen Folgen der Kriege als Ursache wiederum für neue Kriege. Meiner Meinung nach könnte der Great Reset auch eine Gerechtigkeitsbewegung sein, wozu Klaus Schwab in seinem Buch über den Great Reset im Prinzip sogar indirekt aufruft. Das könnte wohl auch eine Gerechtigkeitsbewegung der Verhältnismäßigkeit sein, die den Reichen ihren Reichtum durchaus zugesteht, aber nicht unbegrenzt, wenn sich dabei auf der anderen Seite die Armut pandemieartig ausbreitet. Eine Pandemie der Armut. Warum gibt es eigentlich keine Gerechtigkeitsbewegung in der Art, die der einseitigen Wohlstandsverteilung weg von der breiten Bevölkerung hin zu einzelnen Gruppen irgendwo eine Grenze setzen will mit technischen Deckelungen oder wenigstens Bremsvorrichtungen bzw. finanztechnischen Regelkreisen, Fragezeichen, weil das den Rechten zu links und den Linksliberalen zu altmodisch ist, Fragezeichen, weil die Sponsoren von beiden Gruppen eigentlich wirtschaftsliberal sind, Fragezeichen, weil es um das Prinzip der Prinzipien Reiterei geht, Fragezeichen, beziehungsweise im Prinzip um die höhere Dialektik des Lebens an sich oder sowas in der Art, Fragezeichen, Fragen über Fragen. Ein Great Reset könnte eben, wie gesagt, auch in einer Postwachstumsökonomie bestehen, mit einer Hinleitung des Finanzkapitals zu mehr Stetigkeit, eben über zum Beispiel Finanztransaktionssteuern oder auch zum Beispiel über die Bindung der Rendite an Kapitaltreue beziehungsweise Investorentreue, um den letzten Endes zerstörerischen Wachstumsdruck zumindest mal zu entschärfen und so weiter. Aber für all das bräuchte man dann eigentlich tatsächlich auch globale Kooperation. Das ist schon halt das Problem, denn lokale Reformen, egal welcher Art, würden sonst immer nur einen Standort schwächen im Wettbewerb mit diesbezüglich nicht reformierten Standorten. Reform im Alleingang ist heutzutage ein Standortnachteil. Im Wirtschaftskrieg sind wir schon lange. Das Problem ist durch die Globalisierung unumgehbar global. Das Wirtschaftssystem ist global, das Finanzsystem ist global. Sind die Eliten eigentlich de facto eine Einheit, die geschlossen handelt, oder haben wir hier teils auch einen titanischen Wettkampf zwischen den ehemals kalten Kriegern einerseits und andererseits den Globalisten? Haben wir hier in der Praxis vielleicht eher mindestens zwei verschiedene Gruppen von Titanen, die sich gegenseitig den Rang ablaufen wollen? Fragezeichen.
einen altmodischen Kampf zwischen West und Ost und einen modernen oder postmodernen Kampf von Globalisten und Imperien um die Dominanz oder absolute Macht, einen Doppelmachtkampf zwischen West und Ost einerseits und andererseits zwischen oben darüber und dem Gezerre darunter, einen horizontalen und einen vertikalen Kampf gleichzeitig, Fragezeichen, quasi die homerischen Verse 2.0, Fragezeichen, anders als im Schubladendenken betrachtet, vielleicht eher ein Chaos, Fragezeichen, Ausrufungszeichen, ein Weltchaos, wo vielleicht gerade keiner eindeutig die Kontrolle hat, Fragezeichen, vielleicht gibt es sozusagen in Wirklichkeit nur viele Pläne, aber eigentlich gar keinen Plan. Also nur ein zugrunde liegendes Chaos aus großen Plänen und Interessen, Punkt, Punkt, Punkt. Das wäre dann so beängstigend, wenn man es zu Ende denkt, dass man tatsächlich noch lieber einen klaren Plan darin erkennen möchte. Das wäre jedenfalls typisch psychologisch, eine typische psychische Logik. Sonst müsste man nämlich die völlige Ungewissheit fürchten, das Leben als Selbstläufer und Kettenreaktion ohne höheren Sinn, mit bloß willkürlichen und diffusen imaginären Zielen, die halt so am Orbit von Vernunft und Realismus entlang im Raum schweben, Punkt, Punkt, Punkt. Geld regiert die Welt und der Teufel leitet die Leute, sagt der Schwabe. Tja, mal schauen, ob das Sprichwort stimmt.